Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch. Wir sind noch in Glastonbury und brauchen Münzen, und zwar möglichst aus Silber. Ja, das weiß ich, in der Cosmic Fairy, Green Fairy. Wie komme ich denn darauf? Okay. Hallo, Eamon. Waren Sie schon bei der Wahrsagerin dort drüben? Warum sollte ich so etwas tun? Um mit der Wahrsagerin zu reden? Ehe ich mir aus der Hand lesen lasse, lasse ich erst meinen Kopf untersuchen. Sie sind wohl nicht sehr aufgeschlossen, was Vorschläge für Ihre Sendung angeht. Ich arbeite nach ein paar Drinks am besten. Okay, hier ist jemand nüchtern immer noch und braucht einen Drink. Den gehe ich natürlich nicht holen. Ich gehe noch mal hier rein. Ich muss bei diesem Tristran, wie der hieß, muss ich noch was erreichen. Ich brauche dieses Buch mit den Silbermünzen für die Wahrsagerin, ne? Für den Wahrsagerin-Kiosk eigentlich. Ja, da steht der Kiosk drüber. Verstehe ich auch nicht so. Ich meine, obwohl, das könnte sein, dass die auch nebenbei Artikel verkaufen, neben dem ganzen Wahrsagen. Wenn einer mich erschlägt, nicht ungezielt, durch Zufall oder trunken, so hab ich tief in mein Gebet den Fluch schon eingebunden, der ihn trifft und sein Fleisch, ruchlos ist seine Tat. Da bin ich wieder. Was halten Sie von der Wahrsagerin? Madame Sazi? Sehr traditionell. Kristallkugel, Teeblätter, Tarot, das Übliche eben. Sie haben dafür also noch keinen Verleger gefunden. Verleger? Ha, das sind alles Banausen. Sie müssen Ihren Bekanntheitsgrad erhöhen. Aber ich kann mir keine teuren Anzeigen leisten. Wie wäre es mit einem Auftritt im Fernsehen, in Eamon O'Maras nächster Sendung? Das wäre fantastisch, aber leider ist es unmöglich. Nicht unbedingt. Eamon und ich kennen uns schon eine Ewigkeit. Seit mindestens 5 Minuten. Soll ich ein gutes Wort für Sie einlegen? Er ist gerade hier in Glastonbury. Würden Sie das wirklich tun? Oh, tausend Dank! Ich müsste ihm natürlich Ihr Werk zeigen. Ja, natürlich! Hier, nehmen Sie ein Exemplar. Er wird bestimmt begeistert sein. Ah, nehmen Sie, habe ich schon genommen? Jawohl, ich habe es schon genommen. Doch, jetzt habe ich die Münzen rausgemacht, ja. Die 3 Gedenkmünzen stammten aus dem Gedichtband. Ja, und eigentlich muss ich nur noch auf den Dachboden jetzt. Nein, Quatsch, da gibt es ja noch mehr zu erledigen. Ja, alles zu seiner Zeit. Erstmal gehen wir zu Eamon O'Mara zurück und erzählen ihm und zeigen ihm mal dieses Meisterwerk von eigens erstellten Werken. Hallo, Eamon. Vielleicht ist der Besitzer der Cosmic Fairy ideal für Ihre Sendung. Der alte Hippie? Für die 60er habe ich nichts übrig. Kaftane stinken. Timothy Leary ist zum Upturn und ich höre lieber The Clash als die Beatles. Ich denke, Sie wollen exzentrische Einheimische interviewen. Hippies sind nicht exzentrisch. Sie sind jämmerlich. Ich glaube, der Typ hat was Spezielles. Lesen Sie mal. Verzaubertes Avalon. Verse aus mystischer Zeit. Das fehlt mir gerade noch. Lesen Sie, Sie werden nicht enttäuscht sein. Wenn Sie meinen, denn Blitze rannen durch mein Blut, o dunkle Morgana, o meine Morgana. Nicht schlecht, oder? Nein. O Blitze strömten durch mein Blut und feurig blitzte rot mein Blut. Das ist wunderschön. Stimmt. Es war schon vor 180 Jahren wunderschön, als James Clarence Mangan das über seine Rosaline geschrieben hat. Was? Und hier. Feen sind stille Wesen, lilienbleich zu sehen. Das ist von Samuel Ferguson. Schamlos. Verdammt ist das schamlos. Darley, Griffin, Aubrey de Vere. Verdammt. Schreckt er denn vor nichts zurück? Das ist ein Plagiat? Jedes Wort. Und hören Sie, hier. Der Autor behält sich das Recht vor, als Urheber dieses Werkes zu gelten.
Grabräuber, Leichenfledderer, den kaufe ich mir. Ja, Grabräuber, Leichenfledderer und ich gehe natürlich mit, um mir diesen Streit anzusehen. Ja, die perfekte Ablenkung. Also echt. Die Ladezeiten kommen mir manchmal vor, als wären das ja, als wäre das ein Spiel mit 4-5 Disc. Aber das ist ja nur eine. Geht's nun endlich rein? Seien Sie gegrüßt, Reisender. Was kann ich für Sie tun? Zum Inseltal von Avillon. Nie fällt dort Hagel, Regen, Schnee. Noch braust ein Sturm. Doch sanft. Wie? Wie meinen Sie? Sind seine Wiesen. Glücklich, reich an süßer Frucht. Und Sommerwellen schlagen sacht an Ufer, kühl im Schattenlaub. Das ist gut. Sogar sehr gut. Natürlich ist es gut. Es ist von Tennyson, Sie maroder Müslifresser. Ein Zitat aus der Mort d'Arthur. Nicht die von Thomas Malory, aber dafür kann er ja nichts. So, erinnern Sie sich noch an die Figur des Königs Marke von Cornwall? Ich habe zwar Malory gelesen, aber... Sie wissen doch noch, dass Marke stinksauer auf einen Ritter namens Tristram war? Weil Tristram etwas genommen hatte, das ihm nicht gehörte? Oh Gott, Sie meinen Melissa, bitte, ich kann alles erklären. Nein, nicht Melissa, Sie Idiot. Isolde. Jetzt haben Sie mich völlig verwirrt. Es geht um Diebstahl geistigen Eigentums und missbräuchliche Beschwörung gewisser Geister. Unter anderem die von Mangan, Griffin und de Vere. Aha. Ein wahres Wunder, dass so viele Genies ihr Büchlein inspiriert haben. Nur schade, dass die Geister letzten Endes nur aus ihren eigenen Werken zitiert haben. Und zwar wortwörtlich. Moment, ich kann alles erklären. Das war eigentlich mein Text. Aber diesmal war es mein Stichwort. Nur zu. Dafür erkläre ich Ihnen, welche Rolle der Boxkampf in der irischen Literatur spielt. Huch! Hallo, Entschuldigung, dass ich so reinplatze. Ich hätte splitternackt sein können. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Oder auch nicht. Wie heißt du? George. Und du? Melissa. Willst du mich retten? Melissa? Melissa Butley? Woher kennst du meinen Namen? Dein Vater stampft draußen die Straße auf und ab. Wie Godzilla, bloß schauriger. Daddy? Oh Gott, doch nicht wirklich. Oh Gott, er ist es. Oh, er macht mich noch wahnsinnig, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Irgendwie erinnerst du mich an jemanden, aber ich komme nicht drauf an wen. Vielleicht waren wir in einem früheren Leben ein Liebespaar. Weißt du was? Unter dieser spröden Schale bist du genau mein Typ. Zu deinem Vater. Du arbeitest doch nicht etwa für ihn. Nein. Schade. Wenn du unser Gärtner wärst, käme ich sofort heim. Dein Vater macht sich nur Sorgen um dich. Er will nicht, dass ich erwachsen werde. Aber er hat keine Chance. Schon passiert. Und es macht Spaß. Hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? Naja, eigentlich nicht. Interessant. Du bist also durchgebrannt. Sozusagen. Dein Vater ist ein richtiges Ungeheuer. Ach wo, er ist sanft wie ein Kätzchen. Wirklich? Ja, wie ein tollwütiges Schaum vor dem Mund Tigerkätzchen. Ist dir hier in Glastonbury irgendetwas Seltsames aufgefallen? Nur die Einwohner. Vor dem Pub steht ein Mann, der eine Fernsehshow für die BBC macht. In England machen wir keine Shows, George. Wir machen Sendungen. Warst du bei der Wahrsagerin ein paar Häuser weiter? Was sollte die mir wohl sagen? Dass ich einen Mann mit Riesenschnurrbart und doppelläufiger Flinte treffen werde? Er hat doch nicht wirklich eine Flinte, oder? Aber klar, Daddy ist ziemlich altmodisch. Hoffentlich bringt der Tristram nicht um. Erkennst du die? Das ist eine der Torpostkarten aus dem Laden unten, oder? Die hat mich ursprünglich hierher geführt. Sagt dir der Name Bruno etwas? Ja, Tristram hat ihn erwähnt. Er hat vor mir in diesem Zimmer gewohnt. Ha, jetzt weiß ich, an wen du mich erinnerst. Kennst du eine gewisse Lady Piemont? Tante Clarissa? Klar kenne ich die. Nette alte Haut. Woher kennst du sie? Ich habe sie vor ein paar Jahren in Paris kennengelernt. Bestimmt war sie wieder mal auf Männerfang.
Apropos, du und Tante Clarissa, habt ihr etwa... Nicht mein Typ. Nein, du hast doch nicht diesen gehetzten Blick, den ihre Eroberungen sonst haben. Ah, Lady Piemont. Tante Clarissa, wer die ersten Teile kennt, der weiß das wahrscheinlich auch. Oh, ist nicht weit her. Also die Geschichten hängen wirklich zusammen. Das finde ich schön. Woher kennst du Tristram? Ich habe ihn auf dem Festival kennengelernt. Aha. Er hat mir seine Gedichte vorgelesen. Den Rest brauchst du mir nicht zu erzählen. Dann hat er mich eingeladen, hier bei ihm zu wohnen. Und ich bin eingezogen. Armes Kind. Ist es ernst mit dir und Tristram? Tristram ist einmalig. Immer wenn ich an ihn denke, werde ich ganz... Du weißt schon. Das arme Ding war auf Tristrams Lügen reingefallen. Ich durfte nicht zulassen, dass er ihr Leben ruinierte. Irgendwann würde sie die Wahrheit sowieso herausfinden. Hör zu, Melissa, du kennst mich zwar kaum, aber manches ist leichter zu ertragen, wenn es von fremder Seite kommt. Oh, ist das ein Versprechen? Es geht um die Gedichte. Sie sind gar nicht von Tristram. Er hat sie alle abgeschrieben. Ja, klar. Was? Das wusste ich schon längst. Was? Für wie blöd hältst du mich? Naja, ich dachte, er hat dich reingelegt, dir das Blaue vom Himmel versprochen. Du bist einfach zu süß, George. Gibt's dich wirklich? Du willst mich retten wie ein Ritter in leuchtender Rüstung. Naja, ursprünglich hatte ich das nicht vor, aber dann bot es sich an. Ach, ich könnte dich überall abküssen. Hey, langsam. Denk an das Genfer Abkommen. Wer braucht's? Ich nehme sowieso keine Gefangenen. Das glaube ich. Seit wann weißt du über die Gedichte Bescheid? Von Anfang an. Ich habe meine Doktorarbeit über irische Dichter des frühen 19. Jahrhunderts geschrieben. Du musst sehr begabt sein. Kannst es gern ausprobieren. Ha, und Tristram hat keine Ahnung? Dass ich Bescheid weiß? Nein. Wozu Diskussionen über Urheberschaft, wenn man eine gute... Ja, in der Tat. Aber alles hat ein Ende. Jetzt, wo mir Daddy auf der Spur ist, muss ich ihn wohl verlassen. Du hast nicht zufällig Lust auf ein Wochenende in Acapulco? Lust schon, aber mein Visum für Acapulco ist gerade gestern abgelaufen. Was haben Sie gemacht? Ich habe mich mit Melissa unterhalten. Dies ist ein Privathaus, dazu hatten Sie kein Recht! So wie Sie kein Recht hatten, das arme Mädchen mit geklauten Gedichten zu verführen. Sie hatten kein Recht, sich einzumischen! Sie hat ein Recht auf die Wahrheit. Oh nein! Haben Sie ihr etwa von den Gedichten erzählt? Auf einer Lüge kann man keine Beziehung aufbauen. Ich muss mit ihr reden. Davon rate ich ab. Sie muss erst mal ein bisschen allein sein. Und dann zieht sie zu Freunden. Dass er es war, der in Wirklichkeit reingelegt worden war, bereitete mir ein diebisches Vergnügen. Eigentlich ist es meine Pflicht, Melissas Vater über sie zu informieren. Er muss erfahren, dass sie da oben verstecken und ihr das Herz gebrochen haben. Tun Sie das nicht, das arme, unschuldige Kind. Tun Sie ihr das nicht an. Er sollte es erfahren. Bitte, oh Gott, nein, tun Sie das nicht. Er bringt mich um. Sie brechen mir das Herz. Andererseits... Ja? Was? Wenn Sie mir erzählen, was ich wissen will, vergesse ich, dass Sie einen Gast haben. Erpressung war eigentlich nicht mein Ding. Und auf einmal war ich mir nicht so sicher, wer hier wen an der Nase herumführte. Also gut. Erzählen Sie mir jetzt etwas über Bruno? Er war hier, aber er ist nicht mehr da. Eines Nachts ist er verschwunden. Hat er irgendetwas dagelassen? Er war in Eile. Er hat seine paar Habseligkeiten in seine Tasche gepackt und ist abgezischt. Er muss irgendetwas dagelassen haben. Nichts von Belang, glauben Sie mir. Briefe, Notizen, eine Telefonnummer? Nein, er hat alles mitgenommen, außer... Aha, er hat also doch etwas dagelassen. Ja, aber was nützt Ihnen eine alte Shorts? Shorts? Zeigen Sie her. Die habe ich in der Wäsche gefunden, als er schon weg war. Haben Sie sie untersucht? Nein, wofür halten Sie mich? Wunderbar. Na los, her damit. Sie sind ja pervers. Worauf warten Sie? Oh Mann, das sind doch keine Shorts. Doch, natürlich. Nein, das sind Boxershorts. Was sind sie? Eine Art Unterwäschedetektiv? Ach egal, auf jeden Fall nehme ich sie. Igitt. Tja, das sage ich auch immer. Ah, wirklich, also... Nimm die Unterhosen mit. Das ist wirklich Igitt. Aber es hat alles noch seinen Sinn.
sogar die schöne aufbauende Musik, weil ich die Shorts jetzt einstecken habe von einem Fremden. Wahnsinn. Da bin ich wieder. Hier ist eine Silbermünze. Sehen Sie sich bitte mal diese Postkarte an. Oh! Ah! Ich sehe einen Mann. Das grenzt es schon mal ein. Ein Mann. Bruno. Er flieht vor einer Gefahr. Er ist in der Nähe, aber... Das hätte sie von Brunos Nachricht auf der Postkarte auch wissen können. Nein, die psychische Prägung ist zu schwach. Zu viele andere haben diese Karte berührt. Ihre eigene Prägung ist viel stärker. Ach ja? Ihnen steht eine lange Reise bevor. Na fein, und komme ich auch zurück? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn Sie mehr über diesen Bruno wissen wollen, brauche ich etwas aus seinem persönlichen Besitz. So, hier ist noch eine Silbermünze. Ich möchte, dass Sie sich eine Boxershorts ansehen. Moment mal. Versuchen Sie hier ja nichts Unanständiges. Nein, im Ernst. Sie sollen sie auf diesen psychischen Hokuspokus hinunter... Oh Mann, sorry, ich kann nichts dafür. Also gut. Woher wussten Sie, wie ich heiße? War das eine hellseherische Eingebung? Ja, die scheinen etwas interessant. Als Sie sich unterhielten, stand ich in meiner Tür. Ich habe gehört, wie Sie sich ihm vorgestellt haben. Ah, raffiniert. Das Kleidungsstück, bitte. Spüren Sie was? Abgesehen von Übelkeit? Nein, bedauere. Oh, nein! Was? Was sehen Sie? Drachenfeuer. Nein, ein Mann. Der Drache wünscht seinen Tod. Er hat nur noch wenige Minuten zu leben. Die Flammen! Nein, die... Madame Zazie! Zazie! Sie war ohnmächtig geworden. Allerdings muss ich zugeben, dass Frauen auch bei dem Anblick meiner Shorts schon so reagiert haben. Wenn sie recht hatte, schwebte Bruno in Lebensgefahr. Ich musste schnell handeln. Aber wie? Ich wusste nicht einmal, wo er war. Ja. Das kann ja nur... Drachenfeuer. Das kann nur ein Glastonbury sein, in der Nähe hier. Zum Glück bekam ich einen Hinweis. Ich hatte keine Zeit zum Plaudern. Ein Menschenleben stand auf dem Spiel. Na los, komm schon! Es hatte keinen Zweck. Die Tür war zu stabil. Ich war einfach nicht stark genug. Bitte, ich brauche Hilfe. Ich bin kein Psychiater, sondern Dichter. Es ist mein Ernst, es brennt. Jemand ist in Gefahr. Ich muss diese Tür aufkriegen. Schon gut. Ich habe die Seele eines Dichters, aber das Herz eines Löwen. Nach Ihnen. Großartig. Danke, Eamon. Gern geschehen.
Schade nur, dass kein Kamerateam da war, um meine Heldentat zu filmen. Den Rest schaffe ich allein. Sind Sie sicher? Ich rufe die Feuerwehr an. Und dann kümmere ich mich um diesen diebischen, dämlichen Hippie. Ja, schade, dass kein Kamerateam war. Anwesend war. Denke ich mir auch manchmal, wenn ich was aufnehme, wo ich mir denke, ja, hättest du es jetzt aufgenommen? Aber meistens verpasst man es. Hey, Sie da! Halt! Kuttenträger, ich kann Sie nicht ausstehen. Aber ich hatte keine Zeit, ihn zu verfolgen. Wenn Sasi recht hatte, wollte man Bruno noch vor seinem Ableben einäschern. Ja, dann hör doch mal auf mit Reden. Hier brennt's. Wenn ich jetzt noch ein Zeitlimit hätte, hätte ich die ganze Zeit noch verplappert. So. Ein Dazwischen. Schön, dass die Fliesen genauso groß sind wie die Kisten dafür. So, jetzt aber nichts wie rein hier. Hey, ist da jemand? Sagen Sie etwas! Hier bin ich! Hilfe! Bitte helfen Sie mir! Ich komme! Alles okay? Können Sie laufen? Ich glaube schon. Gut, kommen Sie. Hier stürzt gleich alles ein. Und wir unterhalten uns in Zeitlupe darüber. Kommen Sie, wir müssen hier raus. Weil wir einfach nicht mehr sprechen können. Furchtbar. Kann ich den Kopf wieder rausziehen? Furchtbar einfach nur dieses Geruckel in der zwischendurch jetzt hier. Ich verstehe es nicht. Kann es nicht mal einfach so laufen? Mann, das war knapp. Das kann man wohl sagen. Ich danke Ihnen. Ich stehe in Ihrer Schuld. War mir ein Vergnügen, Bruno. Sie heißen doch Bruno, oder? Jetzt muss ich aber weiter. Moment, wir sind uns doch schon mal begegnet. Ich kenne Sie. Sie kennen zwar meinen Namen, aber ich kenne Sie nicht. Wo kommen Sie her? Aus einem kleinen osteuropäischen Land. Sie könnten den Namen nicht einmal aussprechen. Moment, jetzt weiß ich's wieder. Es war im Foyer vom Hotel Ubo in Paris. Sie sind Ostwald, der Nobelpreisträger. Ach du meine Güte, Stoppard! Sie gehören zu den Neotemplern, Sie Mistkerl! Nein, ich habe die Neotempler verlassen, glauben Sie mir! Sie sind böse und der Großmeister ist ein Lügner! Zuletzt hatte ich Bruno gesehen, als ich gegen eine Bande Wahnsinniger kämpfte, die sich Neotempler nannte. Das Ganze hatte böse geendet, in Saint-Nignan. Und es stimmte, letzten Endes hatte Bruno nicht auf der Seite der Schurken gestanden. Angenommen, ich glaube Ihnen. Wer verfolgt Sie jetzt? Der Orden der Neotempler wurde nur geschwächt, nicht zerstört. Nun wollen Sie sich an Ihren Feinden rächen. In Ihren Augen bin ich ein Verräter. Sie kennen weder vergeben noch vergessen. Tja, mich haben Sie wohl auch von Ihrer Weihnachtskartenliste gestrichen. Ah, Colonel, alles geregelt? Noch nicht, aber gleich. Ich hole gerade die Flinte. Wer war der Freak in der Mönchskutte? Ich weiß nicht. Vielleicht gehört er zu Susarros Männern. Susarro. Sie kennen ihn? So gut wie jeden Fremden, der versucht, mich umzubringen.
Warum interessiert sich Susarrow für den Kongo? Den Kongo? Ja, dort habe ich eine Postkarte von Ihnen gefunden. So habe ich sie aufgestöbert. Natürlich, mein Freund Dudley Chumley. Sie meinen Cholmondeley? Nein, nein, Chumley. Er kann es auf den Tod nicht ausstehen, wenn man seinen Namen falsch ausspricht. Das bleibt ihm in Zukunft erspart. Susarrow hat ihn vor mir gefunden. Was war mit Cholmondelys Maschine? Hat sie wirklich funktioniert? Armer Dudley. Oh ja, seine Maschine funktionierte. Aber nur an jenem Ort, nirgendwo sonst auf der Welt. Warum gerade dort? Wie in Sonnignan gibt es dort eine Konzentration der Erdkraft, der geomantischen Energie. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem man die stärkeren Kraftkonzentrationen aufspüren kann. Und Susarrow sucht ebenfalls nach den Kraftquellen? Aber natürlich! Ich blicke bei dieser Geomantie nicht durch. Stellen Sie sich die Erde als ein Lebewesen vor, das von Energie durchströmt wird. Über sowas wie Kraftlinien? Es sind Kraftlinien. Die Chinesen nennen sie Drachenlinien. Und was hat Susarrow mit dieser Kraft angestellt? Es gibt einen Ort, den Drachentempel. Dort ist es möglich, die Kraft zu bündeln und Ungeheuer zu verstärken. Wo ist dieser Tempel? Sein Standort war lange unbekannt. Aber ich glaube, Susarrow hat ihn gefunden. Susarrow wollte also die Kraft dieses Ortes im Kongo nutzen. Nein. Die Gegend war kaum erschlossen und Dudley hatte die meiste Kraft bereits verbraucht. Aber das wusste Susarrow. Er zapft an solchen Orten nicht einfach Kraft ab. Er hat andere Ziele. Woher wissen Sie das? Er macht die Erde krank. Sie haben doch sicher von den Flutkatastrophen und Erdbeben gehört. Dahinter steckt Susarrow? Das sind Nebenwirkungen seines Tuns. Alle 12.000 Jahre erreicht die Erdkraft einen Höhepunkt. Das ist ihr natürlicher Zyklus. Aber Susarrow verändert den Zyklus irgendwie und bringt dadurch die Erde in Gefahr. Ich fürchte, er hat den Drachentempel gefunden und aktiviert. Susarrow sieht nicht sehr gesund aus. Er hat zu lange mit der Kraft herumexperimentiert. Anfangs hat sie ihn gestärkt. Aber jetzt ist er nur noch ein alter, sterbender Mann. Jetzt geht es für ihn nicht mehr allein um den Erfolg, sondern ums nackte Überleben. Wie hat Susarrow die Herrschaft über den Neotempler erlangt? Der Tod des Großmeisters stürzte den Orden ins Chaos. Susarrow hat die Herrschaft schnell an sich gerissen. Wer sich ihm entgegenstellte, war binnen einer Woche tot. Also ist Susarrow der neue Großmeister? Ja, obwohl er sich nicht so nennt. Er mochte noch nie das Templer drum und dran. Jetzt nennt er das Ganze den Drachenkult. Und alles dient nur einem Ziel, seiner Macht. Macht wozu? Nur allem, Stobart. Was immer er will. Und was führt Sie nach Glastonbury? Ich war in Paris. Dort ist eine große Kraftkonzentration. Susarrows Männer haben mich entdeckt. Ich konnte mit knapper Not fliehen und kam hierher. Wieso nach Glastonbury? Dieser Hügel, der Tor, ist ein wichtiges Kraftzentrum. Darüber gibt es unzählige Legenden. Wussten Sie, dass der heilige Michael dort oben einen Drachen getötet hat? Naja, aber man kann doch nicht alles glauben, was man liest, oder? In dem Fall schon. Es stimmt. Susarrows Männer sind Ihnen offenbar hierher gefolgt. Ja, Susarrows Arm reicht weit. Warum kommen Sie nicht mit mir? Nach Paris. Susarrow hat Spione in Paris. Dort wäre ich in Lebensgefahr. Finden Sie nicht, dass es an der Zeit ist, Senor Susarrow zum Kampf herauszufordern? Stobart, Sie allein können den Drachenkult nicht aufhalten. Die Neotempler habe ich schließlich auch aufgehalten, oder? Warte, wenn ich dich in die Finger kriege. Meine kleine Lissy verführen, ja? Ich bringe sie um, sie Flegel. Gewalt ist keine Lösung. Oh doch, manchmal schon. Autsch, nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Daddy, nein. Probleme? Ach, nur eine wilde Party. Wir sollten nicht uneingeladen reinplatzen. Ja, das haben wir alles aufgeklärt und die Beziehung auch aufgelöst. Ja,
Der hat sich nebenbei schnell mal eine Schrotflinte geschnappt, habt ihr ja gesehen. Er ist ja gerade vorbeigelaufen damit und jetzt dort rein und klärt erstmal den Beziehungsstatus. Oh Mann. 2 Tage. Verloren. In einer stinkenden Zelle aufgrund erfundener Anschuldigungen. Wenn ich diesen blöden Bullen noch einmal sehe. Ja, Alcatraz, mit wem möchten Sie sprechen? Nico, hier ist Candace. Wo bist du gewesen? Bei Freunden. Der Chef sucht dich. Danke für die Warnung. Kannst du ihn mir vom Leib halten? Ich versuch's. Danke. Bis dann. Ciao. Ich hatte immer noch nicht herausgefunden, was an dem Toten so besonders war. Ja, und das finden wir auch heraus. Ein gutes Stichwort für mich hier an der Stelle erstmal kurz wieder Schluss zu machen. Ja, da würde ich sagen, bin ich erstmal hier raus wieder. Wir werden sehen das nächste Mal, was wir über den Toten rausbekommen. Und mit Nico hier in Paris geht es dann weiter. Ja, okay, würde ich sagen, bin ich erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Baphomets Fluch, schlafender Drache. Viel weg. Tschüss. Thank you.